this crusade is going to take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Mittwochabend am 5. September 2018 habe ich mich mit Victor wieder eingefunden, um die nächste, inzwischen die 29. Lesung aus dem Buch zu machen, das er so wunderbar übersetzt hat aus dem Englischen. Von 1942 von einem irischen Katholiken, der sich später zum Protestantismus bekehrt hat, geschrieben, Leo Herbert Lehmann, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Ja, die 29. Sendung. Wir haben heute, denke ich mal, werden wir das zum Abschluss bringen. Dieses Kapitel, das 10. und dann haben wir noch das 11. und das 12. Also wir gehen stramm auf die 40 Sendungen zu. Michael konnte uns heute Abend leider nicht begleiten, der ist verhindert. Aber der hört sich das nachher an, den schicke ich das zu. Und der ist hoffentlich dann nächstes Mal wieder dabei, weil soweit ich Victor kenne, werden wir uns wahrscheinlich morgen Abend wieder treffen. Und genau den Bruder Victor möchte ich dann jetzt eben vorstellen und herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung heute Abend. Hallo Victor und wie wir so schön sagen in Hamburg, moin moin. Moin moin, hallo Jörg. Und ja, es ist wieder mal eine Freude, ja, mit dir diese wunderbar kommende Stunde der Wahrheit zusammen zu verbringen, zu teilen. Und ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Lasst uns fortfahren. Ja, da ist eine kleine Veränderung von heute gegenüber den letzten Tagen. Ich habe nämlich heute die Lesung vorbereitet. Ich habe die letzten 1,5 Seiten in dem Kapitel gelesen und habe da noch ein bisschen was vorbereitet. Und natürlich hat da Victor auch gleich drauf reagiert. Und ich habe sogar das Kapitel 11 bereits vorbereitet. Ich bin da schon auf Seite 3 von 5 Seiten. Ich bin ziemlich sicher, dass das da auch mehr als eine Sendung von wird. Also von daher, wie gesagt, auf die 40 gehen wir wohl zu. Aber gut, machen wir jetzt erstmal ohne große weitere Verzögerung. Ich habe gesagt, dass wir hier bei der verstorbene Jesuit weiterlesen sollen. Dann werden wir das da auch machen. Der verstorbene Jesuit Kardinal Billot. Ja, Kardinal Billot, da möchte ich euch dann mal ein Bild von zeigen. Das habe ich nämlich auch vorbereitet. Da gibt es zwei. Einmal dieses, das sehen wir dann später. Jetzt aber erstmal das hier. Der verstorbene Jesuit Kardinal Billot drückt wahre jesuitische Verachtung für diese Hingabe des weltlichen Klerus an liberalisierende Tendenzen aus und befürwortet auch die Strenge, die ihnen beigemessen werden sollte. Wenn er davon spricht, Zitat, die armen kleinen Pfarrer, die den größten Teil unserer religiösen Zeitungen und Zeitschriften mit ihren Reden füllen, um dadurch eine neue Apologetik zu schaffen, die die Wunder ersetzt, die das 20. Jahrhundert nicht mehr versteht. Es gibt nur zwei Antworten darauf. Die erste ist die Peitsche. Ende Zitat. Was die zweite ist, kann man sich dann vielleicht denken. Wir sollten mal verstehen, dass dieser jesuitische Vater Billot hier abgebildet ist mit der Aussage Chimäre. Und was heißt das französische Wort Chimäre im Deutschen? Ja, dasselbe, Chimäre. Was ist das? Ja, nicht das, Jörg. Ich muss das richtige Bild nehmen. Das hier, das ist eine Chimäre. Ja? Mehrwesen. Ja, also nicht mehr aus M-E-E-R, sondern M-E-H, ein Wesen, das sich aus mehreren Dingen zusammensetzt. Und damit bezeichnet er die Menschen, vor allen Dingen eben diese liberalen Katholiken, die bezeichnet er als Chimäre. Die sind weder, mit anderen Worten, weder Fisch noch Fleisch. Ja? So sieht er das. Auf diese Seite hier gehen wir gleich noch zurück. Da gibt es nämlich noch was anderes Schönes, was wir nachher vorlesen wollen. Dieser jesuitische Kardinal Billot jedenfalls droht den mit der Peitsche und das ist die erste Antwort. Und wir wissen, dass die zweite Antwort wohl ein wenig stärker ausfallen wird als die Peitsche, von der er hier spricht. Nun, dies steht in perfekter Übereinstimmung mit Mussolinis Symbol der Faschis oder Bündel von Ruten, die er und sein Nazi-Partner so rücksichtslos eingesetzt haben, um Europa von jeder Spur und Freiheit und Toleranz heimzusuchen. Über diese Faschis hatten wir ja bereits gestern gesprochen. So ist Hitlers Programm, und das hat einen Grund, dass dieser Satz grün angestrichen ist, so ist Hitlers Programm, fährt der Autor fort, der katholischen Repression nur die Ausführung der jesuitischen Strafmaßnahmen und ein Teil des katholischen Reformplans gegen jene Mitglieder des katholischen Klerus in allen Ländern, die sich der jesuitischen Hegemonie über katholische Angelegenheiten widersetzt haben. Also mit anderen Worten, Hitlers Repressionsprogramm gegen die Kirchen, ja, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sprechen hier von Nationalsozialismus und katholische Aktion, ein Kapitel, das nach dem kommt, das davor hieß, glaube ich, Hitler und der Kampf gegen die Kirche, wenn ich mich richtig erinnere. Victor? Stimmt, ne? Hitlers Kampf gegen die Kirche war das Kapitel hier vor. Kapitel 9, ne? 9? Oh Gott, ich bin gerade echt überfragt. Moment mal eben. Ja, ja, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher. Und wir müssen halt eben verstehen, das hatte ich ja damals auch schon gesagt bei der Lesung, dass eben dieser Kampf von Adolf Hitler nicht gegen die Kirche an sich ging, sondern vor allem gegen die liberalen Elemente in der römisch-katholischen Kirche. Diejenigen, die tolerant sind, diejenigen, die Kompromisse eingehen. Kompromisse in dem Sinne, dass sie eben nicht ultramontan im Sinne des Konzils von Trient sind. Ja? Also, das ist genau der Punkt, der hier von dem Autoren angeführt wird. Und genau deswegen habe ich diesen Satz grün angestrichen, grün unterlegt, dass wir den ganz deutlich hervorheben und ganz deutlich verstehen werden. Ja? Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir das sehr gut begreifen. Hitler war aus der Kirche gekommen und hat dann die Kirchenpolitik durchgesetzt gegen die liberalen, toleranten, freien Elemente in der römisch-katholischen Kirche vorzugehen. Die hat er verfolgt. Und genau das sagt der Autor hier nochmal mit anderen Worten und setzt das eben gleich mit jesuitischer Hegemonie. So ist Hitlers Programm der katholischen Repression nur die Ausführung der jesuitischen Strafmaßnahmen und nichts anderes ist Hitlers Programm, das übrigens von einem Jesuiten in Mein Kampf geschrieben wurde, ja? Und ein Teil des katholischen Reformplans gegen jene Mitglieder des katholischen Klerus in allen Ländern, nicht nur Deutschland, deswegen der Kreuzzug überall hin, die sich der jesuitischen Hegemonie über katholische Angelegenheiten widersetzt haben. Wenn man sich den ultramontanen Jesuiten nicht unterwirft, wird man aus dem Weg geräumt. Genau das sagt der Autor hier in diesem Satz. Hast du es nachgeschaut inzwischen, Victor? Stimmt, ne? Ja, ist richtig. Hast du richtig in Erinnerung gehabt. Schön. Ja, manchmal funktioniert mein Gehirn noch. Ja, du weißt ja, wenn man auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzt, dann sind manchmal so, ja, so Kleinigkeiten fallen manchmal dann unter den Tisch, ne? Das kann passieren, ja. Aber du bist ja nicht alleine, ich bin halt... Deswegen habe ich dich ja dabei, dass du mich korrigieren und verbessern und ergänzen kannst. Ja, ne? Genau. Dafür bist du ja hier. Was mir zum Beispiel jetzt auch gerade nochmal an dieser Stelle einfällt, wenn wir uns erinnern an, ich weiß gar nicht, welches Kapitel jetzt genau das war, aber diese zwei Lager, ne, dieses Bild, wo die einen, die Katholiken, geführt werden von Gott an dem einen, eine Seite des Hügels oder des Bergs. Und auf der anderen Seite führt Satan die Freimaurer, die Juden und die Protestanten und so weiter. Und wenn man jetzt natürlich aus Sicht der Katholiken oder diese ultramontane Sichtweise natürlich hat, dann, ja, dann benutzt man natürlich so ein Bündel Routen oder Fastschis, wie man sie nennt, um die Abtrünnigen wieder auf den rechten Weg wiederzubringen, nach Rom. Ne? Richtig, genau. Man gebraucht die Faschis als Peitschen, ja? Um das mit den Worten von dem Billot zu sagen. Ja, hast du gut bemerkt. Gut, dann lesen wir mal weiter. Die katholische Aktion, wie der Nazi-Faschismus, begann angeblich als Kreuzzug gegen den gottlosen Kommunismus. Das ist natürlich das, was wir immer nennen, die äußere Lehre. Das erzählen sie Otto Normalverbraucher auf der Straße. Oh, der Kommunismus ist ja so gefährlich und den müssen wir unbedingt schlagen und deswegen haben wir unsere Regierungsform hier. Und deswegen fängt natürlich auch die römisch-katholische Aktion so an, dass es auch nur unter dem Deckmantel, um den Faschismus, den Nazi-Faschismus gegen den Kommunismus aufzureiben. Und wenn ich die beiden, die meine Feinde sind, gegeneinander aufreibe, dann gewinne ich am Ende. Ist das nicht richtig? Wieso sind das beides meine Feinde? Sie sind doch beide von den Jesuiten gelenkt. Ja, natürlich. Aber die Völker sind die Feinde der Jesuiten. Es geht nicht um die Regierungsform. Die sind nur Mittel zum Zweck. Und der Zweck heiligt die Mittel, wie wir aus dem Jesuiteneid wissen. Es geht darum, dass sich hier zum Beispiel zwei Feinde der römisch-katholischen Kirche gegeneinander aufwiegel, in Krieg ziehen lasse und gegeneinander ausspiele durch diese katholische Aktion. Welche sind diese zwei Lager? Die Deutschen, hauptsächlich Protestanten auf der einen, ich sage jetzt mal rechten Seite, das passt dann zum Nationalsozialismus und Faschismus, und die abgefallene, mit dem Schisma in 1054 sich von Rom abgeteilte orthodoxe Kirche der Russen auf der anderen, auf der linken, der sowjetischen oder der sozialistischen, kommunistischen Seite. Ja? Und wenn ich dann die beiden gegeneinander knallen lasse, dann lasse ich meine Feinde sich gegenseitig vernichten und ich selber, der Papst, bin der lachende Dritte. Die katholische Aktion ist voll in Wirkung. Das ist genau das, was hier passiert ist, meine lieben Brüder und Schwestern. Und das erzählt euch kein Mensch, in keiner Schule, in keiner Universität und in ganz wenigen Geschichtsbüchern, die aber nicht offiziell gelehrt werden, sondern da muss man so ein Buch finden wie hier Hinter den Diktatoren und muss sich das von einem wie Victor übersetzen lassen, um das in seiner eigenen Sprache überhaupt nochmal zu lernen. Das nur mal eben so als kleine Gedächtnisstütze. Ja? Dieser erste Teil dieses Satzes, die katholische Aktion wie der Nazi-Faschismus, begann angeblich als Kreuzzug gegen den gottlosen Kommunismus. Warum ist denn der Kommunismus gottlos? Wenn wir die Reduktionen von Paraguay uns angeschaut haben, wo die Jesuiten ja ihre Reduktionen aufgebaut haben, also ihre Lager im Grunde, da haben wir ja gesehen, das war gar nicht gottlos, weil da haben sie einen Gottesstaat errichtet. Da gab es nämlich keine weltliche Regierung, sondern da gab es nur eine spirituelle, eine geistliche Regierung durch die Jesuiten. Der Kommunismus in der Sowjetunion, wie wir ihn kennen, der war deswegen gottlos, weil er dafür gesorgt hat, dass der Schutz der orthodoxen Kirche, das war der Zar war nicht das Oberhaupt der Kirche, aber er war der Schutzpatron der Kirche, aus dem Weg geschafft wurde. Und diese Regierung des Volkes, wie man den Kommunismus den Idioten, die es glauben, ja verkaufen konnte und auch heute immer noch verkaufen kann, soll ja heute noch Spinner geben, die glauben an den Kommunismus als eine gute Regierungsform, eben weil sie meinen, dass das Volk da regiert, ne? Mehr oder weniger dann doch. Was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Jetzt habe ich meinen Faden wieder mal verloren aufgrund des Kommentars. Nee, du wolltest, glaube ich, also auf den Punkt jetzt... Dieser Kommunismus hat deswegen gegen die Kirche gekämpft, weil sie haben erst den Zarismus weggetan, sie haben sich der Romanows entledigt und konnten dann aufgrund ihrer weltlichen Stellung, ja, man sagt ja immer, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht steht, also... Der Kommunismus war die weltliche Macht, aber die römisch-katholische Kirche ist die geistige Macht hinter dieser weltlichen Macht. Und diese geistige Macht hat dafür gesorgt, dass in Russland die Kirche verfolgt wird. Und damit wurde die orthodoxe Kirche in Russland verfolgt. Und dasselbe hat Hitler gemacht, als er Griechenland besetzt hat und hat die griechisch-orthodoxe Kirche verfolgt. Auch eine Sache, die viele Leute nicht kennen. Deswegen... gucken die Griechen immer noch so auf die Deutschen wegen dem Zweiten Weltkrieg, was die Deutschen damals da gemacht haben. Das ging hauptsächlich gegen die Kirche, die es gewagt hat, in 1054 sich von der römisch-katholischen Kirche abzuteilen. Ja, das ist der Kampf. Also wenn wir hier sprechen über gottlosen Kommunismus, dann ist das nur nach außen hin wahr. Kommunismus an sich ist nicht gottlos, sondern ist von Gott geführt. Nur leider ist das nicht von dem Gott der Bibel, sondern von dem kleinen Gott in Rom, der da auf seinem Thron sitzt in seinem weißen Kleid. Ja? Der Nazifaschismus, also die katholische Aktion, genau wie der Nazifaschismus, begann angeblich als Kreuzzug gegen den gottlosen Kommunismus. Nur dafür mit dem Ziel, um in Russland die abtrünnige orthodoxe Kirche zu verfolgen und dafür zu sorgen, dass die wieder unter die Fittiche von Rom kommt, wie sie es heute im Rahmen des Ökumenismus ja inzwischen auch ist. Der, fährt der Autor fort, wie die Jesuiten sagen, nur die radikale Anwendung des protestantischen Prinzips der Trennung von Kirche und Staates. Jetzt schmeißen sie alle ihre Feinde hier zusammen, seht ihr das? Der Kommunismus, sagen die Jesuiten, ist die radikale Anwendung des protestantischen Prinzips der Trennung von Kirche und Staat. Und die Jesuiten sind natürlich, wie die römisch-katholische Kirche, ein Verfechter für die Verschmelzung von Kirche und Staat. Deswegen lernen wir ja auch, dass das vierte Biest, das Daniel in seiner Vision sieht, in Daniel Kapitel 7, wenn ich mich nicht irre, anders ist, so ganz anders ist als die vorangegangenen Bestien, die nämlich alle eine Trennung von Staat und Kirche hatten. In Babylon hatten wir König Nebukadnezar, der daneben seine Priester hatte. In Medo-Persien hatten wir den König Xerxes und wie sie alle hießen in diesem Königreich, und die hatten daneben die Priesterschaft. Und in Griechenland hatten wir die Regierenden, das war ja einmal Alexander der Große und dann seine 4 Nachfolger, die das Reich unter sich dann aufgeteilt hatten. Und da war auch die Priesterschaft eine extra Klasse. Und im heidnischen Rom war das auch so. Es gab den Cäsar, der sich zwar ab Julius Caesar Pontifex Maximus nannte, der aber immer die Priesterschaft nebenan hatte. Ja? Er regierte in seinem Palast in Rom und die Priesterschaft aus dem Pantheon heraus. Und das letzte Reich, das päpstliche römische Reich, in dem wir leben, das jetzt seit knapp dem 6. Jahrhundert oder 7. Jahrhundert existiert, also schon knapp 1400, 1500 Jahre in der Zeit, wo wir jetzt leben, das fügt eben Kirche und Staat zusammen. Und da kämpfen die Jesuiten mit allen Mitteln für, um das so zu halten. Ja? Und weisen deswegen oder verweisen deswegen hier, dass die Trennung von Kirche und Staat ein protestantisches Prinzip ist, und daraus ist dann der Kommunismus fortgekommen. Da muss man schon eine ganz gute Fantasie eigentlich haben, um diesen Gedankengang nachgehen zu können. Aber den Jesuiten ist ja alles recht, jeden Gedankengang zu gebrauchen, um die Leute von dem abzuhalten, was wirklich wichtig ist. Und was ist wirklich wichtig? Gottes Wort, ja? Die Bibel. Nun, sie behaupten, dass der Kommunismus das Extrem des Protestantismus ist, das von den Jesuiten seit ihrer Gründung durch Ignatius Loyola im Kampf gegen die Reformation Martin Luthers prophezeit wurde. Ja, ich sehe gerade, ich hätte noch hier in die Fußnote eingehen müssen. Ich habe das nicht gemerkt, weil ich hier die 6 nicht extra angestrichen habe. Aber über dieses Zitat, was ich hier grün angestrichen habe, also diese Aussage von dem Autoren, da möchte ich ganz gerne euch nochmal eben diesen Teil hier vorlesen, der in der Fußnote steht. Also wir lesen nochmal eben den Satz. Nochmals. So ist Hitlers Programm der katholischen Repression nur die Ausführung der jesuitischen Strafmaßnahmen und ein Teil des katholischen Reformplans gegen jene Mitglieder des katholischen Klerus in allen Ländern, die sich der jesuitischen Hegemonie über katholische Angelegenheiten widersetzt haben. Da lesen wir in dieser Fußnote hiermit bei, ganz interessant, aus einem Buch von Hoensbroech, wie ich ihn heute ausspreche. Ich finde ihn immer niederländisch schöner ausgesprochen, den Namen Hoensbroech. Aber ja. Die deutschen Bischöfe, schreibt er in seinem Buch der Jesuitenorden auf Seite 248, der katholische Volksverein und die Zentrumspartei lehnten 1910 die Wiedereinreise der Jesuiten nach Deutschland ab. Wir erinnern uns, dass 1872 der eiserne Kanzler Bismarck mit dem Jesuitengesetz die Jesuiten auf deutschem Boden verboten hatte. Aber die deutschen Bischöfe und der katholische Volksverein und die Zentrumspartei, alle drei, lehnten 1910 die Wiedereinreise der Jesuiten nach Deutschland ab, also waren für einen Fortbestand dieses Jesuitenverbots, das übrigens seit Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts sowieso unterwandert wurde. Die Jesuiten waren da schon teilweise wieder zurück in Deutschland, aber die offizielle Wiedereinreise lehnten die deutschen Bischöfe, also der katholische Klerus in der Hierarchie in Deutschland, der katholische Volksverein und die katholische Zentrumspartei 1910 ab. Die Jesuiten betrachteten diese deutschen Bischöfe deshalb als Widerspenstige. Ja, das heißt, das sind diejenigen, von denen sie ganz sicher gehen wollen, dass die in der Zukunft vernichtet werden. Und dafür Hitlers Kampf gegen die Kirche. Hoensbroech hat mindestens 2 sehr interessante Bücher geschrieben, der hier. Das eine ist 14 Jahre Jesuit, das ist glaube ich um die 600 Seiten lang, ein sehr interessantes, in Frakturschrift spannendes Buch, das ich selber noch nicht gelesen habe. Ich habe durchgeschaut mal und ich habe mir ein Audiobuch davon mal angehört, oder zum Teil, das dauert glaube ich 10 Stunden. Da hatte ich die Geduld nicht mehr, das Ganze anzuhören, zumal das auch nicht eine Buchlesung ist wie meine Buchlesung, die ich mache, sondern einfach nur simples von oben nach unten vorlesen. Das ist mein Ding nicht, da schlafe ich bei ein. Und das andere Buch, das er geschrieben hat, ist halt aus dem, das hier genommen ist, der Jesuitenorden. Also wer selber ein wenig nochmal seine Nachforschungen in dieser Richtung anstellen will, den kann ich nur anraten, sich diese Bücher von Hoensbroech zu besorgen. Also, Wir fahren fort. Die Jesuiten starteten deshalb ihre neue Offensive hauptsächlich gegen Sowjetrussland, das erste Land seit den Religionskriegen, das ernsthaft drohte, ihre Arbeit der Gegenreformation zu untergraben. Sie haben es für ihre Ziele bedrohlicher empfunden als das protestantische England im 16. und 17. Jahrhundert. Wir müssen hierbei begreifen, dass sie diese Gefahr, die sie in Russland sehen, selbst aufgezogen haben. Sie haben da selbst für gesorgt. Das nennt man hegelische Dialektik. Das nennt man These, Antithese, Synthese. Und man muss natürlich alle zwei, sowohl die These wie die Antithese, kontrollieren, um dann zu einer eben auch von den Jesuiten selbst kontrollierten Synthese nachher zu kommen. Sie haben es für ihre Ziele bedrohlicher empfunden, also den sowjetischen Kommunismus, als das protestantische England im 16. und 17. Jahrhundert. Indem die Kommunisten den Staat vollständig von Einfluss aller Formen der Religion getrennt haben, haben sie versucht, die Religion zu einer rein privaten Angelegenheit zu machen und auf diese Weise die vollständige Befreiung des Einzelnen und die Führung der bürgerlichen Angelegenheiten von allen kirchlichen Einflüssen zu bewirken. Da habe ich mir einen kleinen Kommentar aufgeschrieben, dass ich sage, nee Jörg, mach deinen Kommentar bei dem, was du als nächstes angesprochen hast und außerdem Zarkirche besprechen. Das habe ich bereits gemacht, ja, das Zarentum war der Beschützer der Kirche und als es ausgelöscht wurde, war der Schutz der russisch-orthodoxen Kirche weg. Und die war der Verfolgung preisgegeben. Dazu hätte ich jetzt mal nur noch eine kurze Frage. Ja, bitte. Und zwar, bist du im Bilde darüber, wie denn das sich genau vollzogen hat, denn jetzt auch bei den Gläubigen und wie die ja dann orthodoxe Kirche dann ja auch in Russland dann argumentiert hat, wer jetzt der neue Schutzpatron ist? Oder hat man dann einfach den Parteichef, Oberen dann... Nein, es gab keinen Schutzpatron mehr. Der Zar war der Schutzpatron und die Kommunisten haben die Kirche dann verfolgt, eben weil dieser Schutzpatron weg war. Und dann wurde der Klerus verfolgt und es wurden Versammlungen verhalten, verboten, alles drum und dran, Kirchen wurden geschlossen und. Also die orthodoxe Kirche wurde verfolgt, ist teilweise in den Untergrund gegangen. Es gab keinen neuen Schutzherren der russisch-orthodoxen Kirche. Der Zar hat durch die Jahrhunderte diese Position eingenommen. Und als der Kommunismus dann kam, haben die dafür gesorgt, dass es keinen Schutzherrn mehr gab und haben die Kirche verfolgt. Ja? Ja, alles klar, gut. Gut. Wo war ich denn jetzt? Ah ja. Aus diesem Grund identifizieren die Jesuiten Protestantismus und Demokratie mit Sozialismus und Kommunismus. Ha. Das ist ein sehr interessanter Satz. Der fällt mir jetzt auch gerade jetzt erst auf. Das ist ein sehr interessanter Satz. Wisst ihr warum? Weil wir hier... Mensch, nochmal. Einfach nur das Ding hier anstreichen. Protestantismus ist ein Feind der römisch-katholischen Kirche. Demokratie ist die Regierung von dem Volk. Ja? Von dem Volk, durch das Volk, aus dem Volk heraus ist ein Feind der römisch-katholischen Kirche. Sozialismus, in der Hinsicht wie genau der Kommunismus eben auch, ist eben auch ein Feind der römisch-katholischen Kirche. Und die Jesuiten identifizieren also all die vier Feinde zusammen, Protestantismus, Demokratie, Sozialismus und Kommunismus zusammen und im Grunde geben allen dem Protestantismus die Schuld, dass überhaupt Demokratie, Sozialismus und Kommunismus entsteht und versuchen nun, sie zusammen mit allen Bewegungen links vom Faschismus und Nationalsozialismus zu zerstören. Ja, sie versuchen vor allen Dingen die russische Kirche zu zerstören. Und da gehen wir nochmal drauf ein. Ich habe nämlich hier damals einen Link gehabt, seht ihr das ganz oberste, das ist Christianity Today. Ein Artikel, der heißt No Evangelizing Outside of Church in Russia. Das ist ein Artikel, den kann ich euch gerne mal eben zeigen. Den hatte ich natürlich damals, als ich in 2006 dieses Buch in Englisch gelesen hatte, mit eingearbeitet. Da war das noch ganz neu. Russisches neuestes Gesetz keine Evangelisierung außerhalb der Kirche. Unglaublich interessant, um sich damit mal ein wenig zu beschäftigen. Also, was habe ich dann gemacht? Habe ich mir das jetzt, natürlich, weil wir das in Deutsch lesen, habe ich mir das in Deutsch rausgesucht. Seht ihr hier, Pro Medienmagazin, Russland evangelisieren nur mit Erlaubnis. Und ich gebe euch dann auch noch einen weiteren Link damit bei aus der Google-Suche, dass man mehr als nur dieses Medienmagazin sich anschauen kann. Und da gehen wir jetzt mal hin. Genau in dieses Medienmagazin. Seht mal. Russland. Evangelisieren nur mit Erlaubnis. Ja? Das ist natürlich eine Unterdrückung der, ich sag mal zwischen Anführungszeichen, Religionsfreiheit. Dann lesen wir doch diesen Text mal eben durch. Und ich werde ihn nicht besonders viel kommentieren, weil ich denke, es ist ziemlich self-explanatory, wie man im Englischen sagt. Es erklärt sich ziemlich selbst, dieser Text, ohne dass ich da jetzt viel zu sagen muss. Und wie gesagt, den Link gebe ich ja in das PDF mit bei und dann könnt ihr euch das selbst anschauen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 6. Juli ein Paket von Antiterrorgesetzen unterzeichnet. Also wir sprechen hier über 2016. Diese treffen in hohem Maße auch Christen und religiöse Gruppen. Demnächst ist es etwa verboten, außerhalb einer Kirche zu evangelisieren. Was heißt das jetzt im Einzelfall? Das Gesetzespaket, das der russische Präsident Wladimir Putin Anfang Juli unterzeichnete, soll dem Kampf gegen Terrorismus dienen. Soll. Ja? Zuvor hatte die Duma, also das Parlament, und der Föderationsrat es verabschiedet. Dazu gehört auch ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, das kennen wir in Deutschland auch, demzufolge der Staat Telefonate, E-Mails oder Chats für 6 Monate speichern darf, die Verbindungsdaten 3 Jahre. Edward Snowden, ja, diese Spill-Figur, die sie da hingestellt haben, diese kontrollierte Opposition, ehemaliger Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA, kritisierte vorab das russische Big Brother-Gesetz als eine, Zitat, nicht umsetzbare, nicht zu rechtfertigende Verletzung der Rechte. Edward Snowden ist kontrollierte Opposition für denjenigen, der es noch nicht wusste. Genau wie der von WikiLeaks da, wie heißt der da? Assange, ja? Im Paket enthalten, fährt der Artikel fort, ist auch ein Gesetz, das die Religionsausübung einschränkt. Das Gesetz verbietet das Evangelisieren außerhalb von Kirchengebäuden. Zudem benötigt jeder, der an einer religiösen Veranstaltung teilnimmt oder öffentlich den Glauben bezeugen möchte, eine Erlaubnis, die er über eine registrierte religiöse Organisation bekommt. Das Verbot, über den Glauben zu sprechen, gilt auf privaten Grundstücken und im Internet. Ausländer, die gegen das Gesetz verstoßen, sollen ausgewiesen werden. Das Gesetz wird voraussichtlich am 20. Juli in Kraft treten. 2016 ist also schon längst passiert. Wie Christianity Today anmerkt, ja, da machen sie hier eine Referenz zu dem Originalartikel, den ich euch gerade eben hier gezeigt hatte. Das ist von Christianity Today, ja. Wird sich also hier auf diesen Artikel bezogen. Wie Christianity Today anmerkt, dürften dann Christen nicht einmal mehr Freunde per E-Mail zu Gottesdiensten einladen oder in ihren eigenen Wohnungen vom Glauben erzählen. Die Situation für religiöse Menschen in Russland werde durch das Gesetz sehr viel komplizierter und viele Gläubige würden benachteiligt wegen ihres Glaubens, schrieb Olga Goncharov, Sprecher der siebenten Tagsadventisten im euroasiatischen Raum, in einem offenen Brief. Irina Jarowaja, Anwältin der Partei Einiges Russland, sieht in dem Gesetz den Versuch, den christlichen Kirchen außerhalb der russisch-orthodoxen Kirche zu schaden. David Eichmann, Professor für Geschichte und Russland-Experte, sagte gegenüber Christianity Today, Zitat, die russisch-orthodoxe Kirche ist Teil eines Bollwerks des russischen Nationalismus, den Wladimir Putin aufgebaut hat. Alles, was das untergräbt, ist eine Gefahr, seien es nun protestantische Missionare oder jemand anders. Ende Zitat. Sergei Rekowski, Co-Vorsitzender im Beirat der protestantischen Kirchen von Russland und andere christliche Leiter, schrieben einen offenen Brief an Putin. Darin heißt es, Zitat, die Verpflichtung für jeden Gläubigen, eine besondere Erlaubnis zu haben, um seinen Glauben mitzuteilen oder religiöse Literatur außerhalb der religiösen Stätten zu verteilen, ist nicht nur absurd, sondern auch beleidigend und das schafft die Grundlage für eine massenhafte Verfolgung von Gläubigen. Ende Zitat. Verfolgung von Gläubigen, das nannte man früher ganz einfach Inquisition. Ne? Das Gesetz erinnere ihn an die Zeiten der Sowjetunion. Und das ist eben der Punkt, den ich machte, wo die Kirche von der kommunistischen Führung schwer verfolgt wurde. Weiter heißt es, das Gesetz wird uns nicht davon abhalten, zu beten und den Glauben zu teilen. Von den rund 142 Millionen Russen gehören die meisten Gläubigen der russisch-orthodoxen Kirche an. Genaue Zahlen gibt es aber nicht, da die Mitglieder von Kirchen und Gemeinden in Russland nicht registriert werden und auch keine Kirchensteuer erhoben wird. Rund 2% der Bevölkerung gehören den anderen christlichen Kirchen an, also sprechen wir über knapp 3 Millionen. Erzbischof Dietrich Brauer von der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland, der Ukraine, in Kasachstan und Mittelasien bemängelt gegenüber Pro, Zitat, dass dieses Gesetz mit den religiösen Organisationen gar nicht beraten wurde, Ende Zitat. Seine Einschätzung lautet weiterhin, dass alles wird von der praktischen Anwendung abhängen, denn in dem neuen Gesetz steckt viel Potenzial für bürokratischen Missbrauch. Ich weiß nicht, wie solche Initiativen den Extremismus bekämpfen wollen, aber unseren kleinen Gemeinden, deren Kirchengebäude in der sowjetischen Zeit zerstört oder weggenommen wurden, können sie neue Probleme bereiten. Ende des Zitats. Die Europäische Evangelische Allianz zeigt sich besorgt über das Gesetz, denn es schränke die Religionsfreiheit stark ein. Die Mitglieder beklagen, dass Gespräche über den Glauben dann nur noch in registrierten religiösen Gebäuden stattfinden können. In einer Erklärung ruft die Organisation Christen in Europa zum Gebet auf. Lasst uns beten, dass das neue Gesetz die Christen auf neue Art miteinander vereint. Lasst uns beten, dass die russischen Behörden erkennen, dass das neue Gesetz die Freiheit der Menschen unnötig einschränkt und natürlich auch weiterhin Tür und Tor aufmacht für die totale Kontrolle. Weil wenn ich kontrollieren will, ob dieses Gesetz auch wirklich durchgeführt wird, dann muss ich den E-Mail-Verkehr, dann muss ich den Internetverkehr und dann muss ich den Telefonverkehr sowohl über Handy, also Mobiltelefon, als auch über das Festnetz aller meiner Bewohner sehr stark kontrollieren. Sonst könnten die ja machen, was sie wollten. Hast du vielleicht eine Bemerkung zu dem gerade vorgelesenen Artikel, Victor? Ja, also du hast das ja gerade nochmal so ganz gut zum Ende gesagt. Also sonst wäre es ja letztendlich nur ein Papiertiger, aber ich denke, man ist da schon dran, auch da an den gewissen Stellen auch die Menschen, die Teile der Bevölkerung dann auch zu überwachen, ne? Letztendlich ja. hat man ja auch wohl schon gewisse Gruppen auch schon im Blick, denke ich dann. Da gehe ich mal von aus, ja. Die werden sie ganz rasch im Blick haben. Wie gesagt, fand ich mal interessant, um euch diesen Artikel vorzulesen, auch wenn der jetzt schon knapp 2 Jahre alt ist. Das nimmt ja nicht weg, dass viele Leute, die ihn nicht kennen, hier zum ersten Mal sehen von, wir dachten doch bis jetzt, dass Russland so ein tolles Land wäre und dass der Putin so ein toller Mensch wäre. Da könnt ihr mal sehen, wie man mit Gott, und zwar dem Gott der Bibel, in Russland umgehen darf. Nämlich außerhalb der Kirche, in der der Gott nicht mehr herrscht, weil er hat gesagt, dass Gott nicht mehr regiert in Tempeln aus Menschenhand gebaut, überhaupt nicht da ist. Außerhalb dieser Kirchen kann man also von diesem Gott in Russland gar nicht mehr sprechen, ohne mehr oder weniger bestraft zu werden. Nun, die katholische Aktion, fährt der Autor fort, wird sich, ähnlich wie der Nazi-Faschismus, nicht mit einer halbherzigen Reform des Katholizismus begnügen. Jetzt wird es echt sehr interessant. Wir kommen wirklich zu einem Klimax in diesem Kapitel. Hört gut zu. So wie eine brutale Kriegskampagne gegen demokratische Nationen in der Nazi-Faschismus-Politik als notwendig erachtet wurde, ist eine brutale Säuberung innerhalb der Kirche, selbst auf die Gefahr hin, dass der Katholizismus insgesamt verloren geht, ein notwendiger Teil des jesuitischen Plans zum katholischen Wiederaufbau. Wenn man das richtig versteht, dann heißt das mit anderen Worten, dass die Jesuiten bereit sind, ihre katholische Kirche zu opfern, um dafür zu sorgen, dass alle liberalen, freiheitsdenkenden, toleranten, kompromissbereiten Elemente daraus beseitigt werden und was übrig bleibt, ist reiner Luziferianismus, reiner Satanismus. Wenn nämlich die römisch-katholische Kirche gestrippt wird und den Mantel des Christentums, den sie sich in 321 durch Konstantin übergestülpt hat, ablegen muss, dann kommt ihr wahres Gesicht zutage. Und das wahre Gesicht der römisch-katholischen Kirche ist, dass sie die Kirche Satans ist. So muss man diesen Satz verstehen, meine lieben Brüder und Schwestern. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und ein Satz, der in der Bibel bereits beschrieben steht, wenn wir in die Offenbarung gehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau wo. Ich meine, es ist in Offenbarung 18. Das ist ein wunderbares, interessantes Kapitel, Offenbarung 18, das ich auch öfter mal zitiere. Muss da eben mal reinschauen. Wenn wir Offenbarung 18 durchlesen wollen, dann werden wir merken, dass da ja auch drin steht, unter anderem, wartet mal, mal eben hier das Bild verändern, dass ihr seht, dass ich jetzt im Augenblick nicht lese. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ne? Hier geht es um den Untergang von Babylon. Ne? Vers 10. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und wir wissen ja, dass die neue Weltordnung für 14 Tage oder sowas, oder ungefähr eine Stunde ist, na gut, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, im Grunde zustande kommt. Und fahren fort in Vers 11, und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen, und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser große Reichtum verwüstet, und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meere arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerächt. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hineingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden, und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden, und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei, Pharmakeia, wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind, auf Erden. Und es gibt noch eine andere Stelle in der Bibel, die ich jetzt halt nicht finde, wo es zeigt, dass sie die Frau eben ausziehen, dass sie nackt machen. Ich meine, das ist wahrscheinlich hier am Anfang oder in einem anderen Kapitel. Aber der wichtige Punkt, den ich hier machen möchte und den ihr ganz sicher bitte aus dieser Lesung behalten sollt, ist dieser eine Satz. Ich werde ihn mal eben markieren, dass er ein bisschen hervorsticht, dass wir den gut verstehen. Ja? Machen wir mal grün. So wie eine brutale Kriegskampagne gegen demokratische Nationen in der Nazi-Faschismuspolitik als notwendig erachtet wurde, ist eine brutale Säuberung innerhalb der Kirche selbst auf die Gefahren dass der Katholizismus insgesamt verloren geht, ein notwendiger Teil des jesuitischen Plans zum » katholischen Wiederaufbau. Selbst auf die Gefahr hin, dass der Katholizismus insgesamt verloren geht. Genau darüber hat uns gerade Offenbarung 18 berichtet. Ja? Gonzague de Reynold, einer der eifrigsten der Bewegung, den ich bereits auf vorherigen Seiten zitiert habe, gibt offen zu, dass das Ausrotten dieser protestantischen Tendenzen, Liberalismus und Sozialismus, das erste Problem der Religion, nämlich des römischen Katholizismus, darstellt. Und dass das neue, » christliche Regime, das sich aus dieser erwünschten katholischen Rekonstruktion der sozialen Ordnung ergeben wird, faschistisch sein muss. Tja, da, wie er sagt, der Faschismus der einzige erfolgreiche Versuch war, ein neues Regime zu schaffen. Der italienische Sozialist Seni bestätigt das, wenn er Folgendes sagt, Zitat: »Der Faschismus ist ein Epiphänomen, das im Einklang mit der Entwicklung der katholischen Kirche steht, wie sie von der Ideologie der Jesuiten geleitet wird.« Und da hat uns ja der Victor eine fantastische Übersetzung gebracht aus dem Buch Days of Our Years, Seite 465, in dem das Originalzitat aus der Civiltà Cattolica steht, das dann, was ich euch eben nochmal hier vorlesen möchte, ja: Heute betrachtet Rom das faschistische Regime als das Herrschaftssystem, das seinen Dogmen und Interessen am nächsten kommt. Wir haben nicht nur Pfarrer Coughlin, der Mussolinis Italien als christliche Demokratie preist, sondern Civiltà Cattolica, das Hausorgan der Jesuiten, sagt ganz offen, Zitat. Und hier geht es darum, dieses Zitat und die Zusammenfassung, das Verständnis davon, ist dasselbe wie das, was wir hier lesen. Der Faschismus ist ein Epiphänomen, das im Einklang mit der Entwicklung der katholischen Kirche steht, wie sie von der Ideologie der Jesuiten geleitet wird. Das lesen wir jetzt in den Worten von Civiltà Cattolica. Zitat: Die sehr christliche Idee der Stände- oder Klassenzusammenarbeit ist weit verbreitet und ihre Umsetzung in die Realität nimmt viel Zeit in Anspruch und äußert sich in verschiedensten Formen. Während die Ausführung überall sonst langsam und unentschlossen vorankommt, schreitet sie nur in Italien energisch und mit schnellen Schritten zu ihrer vollständigen Verwirklichung voran. In Italien hat es die Form des Unternehmensstaates gewählt, ja, von dem Mussolini sagt, Faschismus, das ist der Unternehmensstaat, sollte man besser Korporatismus nennen, weil es die Verschmelzung der Staatsmacht mit der Konzernmacht darstellt. Genau das Gleiche, von dem wir heute in Deutschland leben, von dem die Leute denken, dass es Demokratie ist, ne? Wenn die Deutsche Bank der Bundesregierung sagt, wie sie im ESM zu stimmen hat und so weiter, sollte man mal eben drüber nachdenken, ne? Verschmelzung von Staat und Kirche ist ein Ding, das antichristlich ist, und Verschmelzung von Staat und Wirtschaft ist auf der anderen Seite Faschismus. Und wir leben heute in Deutschland in einem offenen Faschismus, den kein Schwein erkennen will. Also, in Italien hat es die Form des Unternehmensstaates gewählt, der zweifelsohne das größte und akribischste Experiment unter denen ist, die wir in den Nachkriegsjahren bezogen auf den Ersten Weltkrieg kennen. Es ist anzumerken, dass die Bedingung für den Erfolg dieses Regimes seine doppelte Natur ist, denn es enthält gleichzeitig positive wie negative Elemente. Diese gehen einerseits von den liberalen und sozialistischen Ideen weg, und andererseits nähern sie sich den Prinzipien, die in diesem großartigen Dokument der römischen Kirche, bezugnehmend auf die Enzyklika Rerum Novarum von Antichrist Papst Pio XI. Gemeint ist, Papst Leo XIII. Gemeint ist, zum Ausdruck kommen. Auch die Charta der christlichen Arbeiterbewegung genannt. Diese Enzyklika Rerum Novarum wird eben auch die Charta der christlichen Arbeiterbewegung genannt. Ja, und eben auch Franz von Papen erklärte bereits am 14. Januar 1934 in der deutschen Zeitung der Völkische Beobachter, Zitat, das Dritte Reich ist die erste Macht, die die hohen Prinzipien des Papsttums nicht nur anerkennt, sondern auch verwirklicht. Ende. Zitat von Franz von Papen. Und hiermit kommen wir auch zum Ende des 10. Kapitels aus dem Buch Den Diktatoren Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche in dem Kapitel Nationalsozialismus und katholische Aktion. Ja, und ich habe ziemlich viel Feuer verschossen heute, von dem ich gar nichts geplant hatte. So viel doch nicht, weil es fiel mir hier und da noch andere Dinge ein. Und ich hoffe, dass ihr euch angesprochen gefühlt habt von dieser Lesung und dass ihr verstanden habt, worum es ging. Und dass, wenn man nicht hinter die Kulissen guckt, wenn man nicht den Drahtziehern auf die Schliche kommt, dass man dann in einer Welt lebt, wo man total verloren ist, weil man, wie wir so schön in Deutschland sagen, vom Pontius nach Pilatus, von rechts nach links geschickt wird. Und jetzt möchte ich gerne Bruder Victor noch eine abschließende Bemerkung zugestehen, die 1 Minute, 5 Minuten oder auch 10 Minuten sein kann. Aber bitte, Victor, ich möchte deine Gedanken zu dem gerade Vorgetragenen gerne hören. Ja, danke. Für mich, aus meiner Sicht, ist mir heute klarer denn je, wie wir, wenn wir jetzt nochmal uns Großvaters Uhr uns nochmal vor Augen führen, das Pendel, das immer nach links und nach rechts schwingt, wie wir, ja, wir kleinen Schäfchen dazwischen zermahlen werden. Und uns das überhaupt gar nicht bewusst ist. Ja, du sagtest ja auch gerade richtig, die Leute denken so, also ja, letztendlich schon wie in Hypnose, dass das hier noch eine Demokratie ist. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, Bruder Jörg, was geschehen muss, um diesen Leuten mal dieses, ja, dieses Pendel mal zu veranschaulichen. Das ja seit Jahrhunderten immer in irgendeiner Art und Weise ja hier durchs Land pflügt und uns ja zermalt. Ja, das waren jetzt nochmal so. Dieses Pendel ist im Grunde in Wirkung getreten mit der Einrichtung des Jesuitenordens. Weil ab dem Moment haben wir festgestellt im Grunde, dass die Politik, die ja vorher von dem Antichristen kontrolliert war, er hat Kaiser und Könige eingesetzt, ja, ohne ihn konnte man nicht regieren, aber die Reformation, der Protestantismus hat uns geführt zu Demokratie, zu Republiken, zu Selbstverwaltung, sage ich jetzt mal, unter welcher Form auch immer. Und diese Selbstverwaltung wurde dann von den Jesuiten infiltriert. Und die Infiltration äußert sich in dem Pendel, das von rechts nach links schlägt. Und dass man damit vergleichen kann, das ist wie, schau, die politischen Parteien sind wie die Flügel eines Vogels. Die Flügel schlagen und sorgen dafür, dass der Vogel sich bewegt und dass er nach vorne kommt, aber sie bestimmen nicht die Richtung, sondern der Kopf bestimmt die Richtung. Und wir schauen immer nur wie hypnotisiert. Ne? Ein Pendel schlägt ja aus von rechts nach links. Du kennst auch die Hypnose, ne? Das ist doch auch. Guck auf dieses Pendel. Rechts, links. Wirst du hypnotisiert. Ne? Das ist mit diesem Pendel genau dasselbe. Da schauen wir drauf. Und niemand schaut auf das hier. Ganz groß. Auf das hier. Die Uhr und die Zeiger hier oben. Weil wie das Pendel auch ausschlägt, rechts oder links, das ist nötig, um diesen Zeiger vorwärts zu bewegen. Und der spiegelt die Agenda des Antichristen wider. Ja, das wollte ich da eben gerne mal zu sagen. Aber bitte, Victor, fahre fort in deiner Bemerkung. Ja, doch, ich denke, das hast du auch nochmal ganz gut so auch beschrieben, wie man dann auch dieses Pendel, ja, oder ab wann das Pendel angefangen hat zu schlagen. Und ja, letztendlich auch fand ich, dass mit dieser Lesung mir zumindest das jetzt nochmal so klar ist wie nie zuvor, wie wir letztendlich, ja, als, wie soll man das sagen, als Statisten immer wieder, ja, für die niederträchtigen Ziele der römisch-katholischen Kirche missbraucht werden und es leider nicht begreifen und nicht sehen. Und da hoffen wir auch, dass wir mit diesen Lesungen oder auch ich hoffentlich mit dieser Übersetzung einen Teil dazu beitragen kann, dass den Menschen die Augen geöffnet wird, was mit ihnen geschieht und dadurch auch hoffentlich zum Glauben kommen. Ja, ich möchte mich dann bedanken, Bruder Jörg, und ja, ich freue mich dann auf die kommende Lesung, Kapitel 11, und wünsche soweit alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Victor. Und ja, auf die nächste Lesung, Kapitel 11, freue ich mich auch schon, deswegen werde ich nachher noch ein bisschen weiterlesen. Ich bin auf Seite 3, ich will das noch probieren durchzukriegen heute, dass ich da gut vorbereitet drauf bin, weil wir gehen natürlich, wie das in guten Büchern immer so ist, am Anfang kriegt man eine leichte Einleitung und dann sackt man vielleicht mal ein bisschen nach unten in Dinge, die vielleicht weniger interessant sind. Ich hatte bei diesem Buch den Eindruck, dass das vor allen Dingen das dritte Kapitel war über den merkwürdigen Fall von Leo Taxil irgendwie. Das passte so gar nicht in das Schema dieses Buches. Und dann baut das Buch weiterhin auf, langsam, 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 um zu einem Klimax zu kommen. Und dieser Klimax wird meines Erachtens erreicht in dem 12. Kapitel, wo wir eine ganze Menge lernen über Papst Pius XII. Oder Hitlers Papst eben auch. Dinge, die wir vielleicht selbst noch in die verborgene Geschichte der Jesuiten bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und ich kann nur appellieren bleiben an meine Brüder und Schwestern, nehmt Lesungen wie diese zum Anlass, um euch zur Bibel zu wenden und um die Bibel zu lesen und um eine persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus aufzubauen. Das ist das Wichtigste in diesem Leben, auf dieser Welt, dass wir den Test, den er uns gibt, bestehen, dass wir bekennen, dass wir glauben und dass wir auch nach außen hin zu jedem, der es hören will, aber auch zu jedem, der es nicht hören will, bezeugen, dass Jesus der Christ ist. Maranatha.